So, weiter geht's heute bei FIFA und mit dem nächsten wichtigen Spiel, liebe Leute. In der letzten Folge haben wir ja mit diesem 2-1 beim HSV einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht in Richtung Titel. Okay, nichts Wichtiges. Der eine Abgang steht definitiv schon fest und das ist halt eben Lucas Alario, der den Verein, ach Gott, Lucas Alario, der Dings, der Politio, der den Verein verlassen wird. Zumindest mal leihweise für ein Jahr in der Liverpool. Bei uns ist er nicht wirklich glücklich geworden. Ich versuche natürlich wieder ein bisschen reinzubekommen, vielleicht irgendwie das Ding noch abzusagen, aber ich krieg nicht in die Partie dafür. So, gescoutete Spieler, da ist wieder irgendwas. Okay, die sind eh weg. So. Gut, geht jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wie wir als Sechs antreten dürfen. Jugendspieler will weg, warte mal. Edwin Krohlen, okay. Du bist das. So, Teamzentrale. Ich muss ihm eine etwas höhere Trikotnummer jetzt geben. So, mal gucken, was kann. So, auf geht's mit dem nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, ist das noch zu wichtig? Es sind 7 Spiele. Wir haben noch 3 auf Dortmund Vorsprung. Mainz 05. Okay, gegen die haben wir nämlich auch im Hinspiel auch nur unentschieden gespielt. Warte, mich verarscht jetzt gerade? Florian Hunziker. Aha. So, dann machen wir das so. So, auf geht's. Warte mal, da ist noch irgendwie. Die Nachricht möchte ich gerne noch lesen eben. Das dauert einen kleinen Moment. Guck mal gerade, ob ich da noch irgendwas holen kann. Aber irgendwas für mich wichtig ist. Verpflichten. So. Gucken wir mal, was wir da noch haben an Spieler, der irgendwie von dem Club interessant wäre, von der Werten her. So, okay. Aber die für die für die Schule noch verpflichtet. So, auf geht's auf jeden Fall weiter jetzt in der Partie gegen den FSV 1:05. Wenn da nicht noch ein Spieler sagen würde. So. Gut. Gehen wir rein. 16. Gegen den Tabellen 16. Mainz 05 ist heute die nächste Aufgabe, die nächste wichtige Aufgabe für uns. So, einfach mal ein bisschen versuchen, was. Ja, ich will es einfach ausprobieren, ne? Ich will einfach mal ein bisschen was ausprobieren. So, auf geht's.
den man in der nächsten Saison, wenn ich so ein bisschen von meinem Realismus abweiche und dann versuche mal einen etwas größeren Einkaufsplan aufzustellen, wer so kommen soll. Weil wenn wir wirklich um Champions League spielen, ich will ja ein bisschen konkurrenzfähig sein. Aber das machen wir dann nach der Saison. Wenn wir wissen, wie die Finanzen aussehen. Volle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Von ihm erwarten wir heute einiges. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel, er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Die Nummer 23, Marco Richter, die Nummer 22, einfach mal probieren. Gucken, was am Ende rauskommt. Vielleicht müssen wir auch viele Spieler abgeben, wenn die Angebote passen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. In Mainz haben wir tatsächlich nur. In Mainz haben wir tatsächlich auch nur unentschieden. Ich muss mal taktisch kurz was umstellen. Das gefällt mir gerade nicht. Ich habe nur einen Fehler gemacht in der Position. Nicht zweimal. Weil Becker die Variante will ich spielen. Nur wir könnten rechts. Und Becker auf die Außen. Genau, so passt es hier. Jetzt passt es. Also gemeinsam unentschieden im Hinspiel, auch nur da irgendwie ein bisschen mit Pech. Warum auch immer, wir waren ja eigentlich drückend überlegen, wundert mich auch warum. Aber das soll heute ein bisschen anders werden. Und die erste Torchance, die wir auch nutzen. Vierter Minute. Direkt mal das erste Zeichen gesetzt. Boah, diese Nase. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch ineffizient. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, und auf geht's. Haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der FC Schalke zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung beim letzten Auswärtsspiel. Oh ja, Lario! Das ist jetzt seine Chance. Lukas 2-0. Siebte Spielminute. Offensiv sind sie einfach eine Klasse für sich. Ja, Wolf, da hat keine Abwehr ein Mittel dagegen. Beim HSV mit ein bisschen Glück zum 2-1-Sieg geduselt. Heute soll es gegen Mainz ein bisschen klarer werden. Schön gemacht von Alario, der da durchläuft. Paulinho ist, glaube ich, noch mit der Vorlage. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Ball kommt hoch. Aber wichtig ist, Alario trifft momentan. Ich glaube 34 hat er jetzt, ne? Ja, mal gucken, ob er die 40 knacken kann. Das große Ziel ist ja da. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ist das der Anschlusstreffer? Uiuiui, die Mainzer da mit ein bisschen Glück. Ich muss gucken, was dann passiert in der neuen Saison. Vielleicht noch einen Keeper holen oder so. Alle. Es kann so viel noch passieren. Ins Studio, da gibt's alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 12. Der Richter! Ja, mit der nächsten Chance. Das wäre keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Ja. So. Ja. Kunde Malon. Der zweimal steht und macht ihn dann. 19. 2-1, meinst du noch? Der einfach mal zweimal aussteigen lässt. Ja.
Der Keeper hat ihn fast, aber ja, eben fast. Und er ärgert sich. Erst Becker, dann Ludewig und dann rein ins Glück. Also, 2-1 meinst du noch, Nebel. Richter. Ja. Der auch wieder ein paar Leute nass machen will. Tor für Mainz, aber wie gesagt, das ist. Jetzt ist er drin. 3-1. Jeder Schuss ein Treffer. Wir haben 4 Torschüsse gesehen, die waren alle drin. 23. Minute. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht er das aus der Halbdistanz mit jeder Menge Schnitt. Der Ball dreht sich ins Tor. Alles richtig gemacht. Nachdem die Mainzer wieder ein bisschen rangekommen werden. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Ja. Schönes Ding, schön abgefahren. Hoffenheim. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier das erste Tor für Hoffenheim. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind hier 26 Minuten. So, also erst aber kam nicht durch, da passte noch nicht alles, aber Alario. Pass kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Kein Abseits. Also, das erste Tor, das ja nicht mehr reinpasst. Nicht so was. Ja, okay. So, also Freistoß jetzt für die Mainzer damit. Hab ich. Alario. Schön gelöst, da. Das Richter, der mit diesem Tempo-Vorschuss war einen Mann wenig. Einmal steht das aber abgelaufen. Paulinho, ja. Der neue Liverpooler. Geht ja nach der Saison zum. Zur Kloppi. Zu Kloppo. Ja. Also zumindest leihweise für ein Jahr. Oh, das könnte was werden. Kurz vor der Pause. Wir haben noch. Weiter gefährlich. Musiala, Ludewig. Und jetzt bekommen wieder. Das ist die Chance. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Nächste Saison wollen wir wieder international spielen, das ist ganz klar. Zu lang. Zu lang. Ja. Oh, dieser Ballverlust der Mainzer. Und da ist es Paulinho. Tor zum 4-1, 45. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Ja, eine gute Partie macht. Ein Tor, eine Vorlage gemacht heute. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Und die Mainzer kriegen es halt nicht hin. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Tor Nummer 3 in dieser Saison. 1 aber gegen Schalke 2 und 2 für. Hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Und dann ist Halbzeit 4-1. Geschichte. Nach 45 Minuten liegen sie mit 4-1 vorne. So, die Bayern spielen später erst. Das heißt, wir machen, müssen auf jeden Fall unsere Aufgabe lösen. Und den ersten Schritt haben wir heute im Halbfinale. Haben wir in der ersten Halbzeit schon gemacht. Doch sehr, sehr eindeutig. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Paulinho. Neuigkeiten zum Spiel in der Pre-Zero Arena. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert, das erfahren wir jetzt im Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Gespielt sind hier 29 Minuten. Vielen Dank. Da kommt dieses Bildchen, aber Latza tut seinem ehemaligen Verein nicht weh. Vielleicht wollte er da am Ende
nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Schalke. In Bremen. Auswärts gegen Werder Bremen. Darauf freuen wir uns schon. Sie hoffentlich auch. Schöner Ball auf Richter hier, der mit diesem Tempovorstoß gehen kann. Jetzt könnte er flanken. Da können Sie klären. Stöger. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Berlin. Wir haben hier den zweiten Treffer. Was macht er drauf? Schön abgeblockt. Und dann Glück für die Schalker, dass die Mainzer sich das gerade nicht selber rein, dass die das Ding noch mal reinhauen. Ja, das Mainzer nicht aus Schweiz. Also Mainz wird jetzt auch ein bisschen stärker gerade. Sie wollen jetzt mal ein bisschen kommen, aber schönes Zuspiel. Leck mich doch am Sack, das war kein Abseits. Jetzt kommt der Wechsel. Das kann ich mir jetzt gerade nicht erlauben auf der Seite da hinten. Deswegen muss ich jetzt wechseln. Und da wird uns eingeblendet, mit wem es Mainz als nächstes zu tun bekommt. Es geht für sie gegen Leverkusen. Im nächsten Bundesligaspiel, da fällt einem eine Prognose schwer, das ist ziemlich ausgeglichen. Super Pass, ja. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Geht er rein? Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Da kommt die Hereingabe. Jawohl. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Richter. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, angeblich verletzt ist. Jetzt der Vorstoß. Die Gelegenheit für die Flanke. Hand. Ja, die Flanke bringt. Ich kriege aber keine Chance, die wir zu wechseln. Ball ist wieder weg. Super dieses Zuspiel. Paulinho, gute Situation. Da muss er schon sein ganzes Körper zeigen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und er geht an ihn vorbei. Wunderbare Parade. Kann auch den Ball, also zweiter hat noch nicht wirklich viel passiert an Situationen. In der Toren. Zero Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Köln. Damit steht sie nun 3:2. Gespielt sind 78 Minuten. Ich würde Köln eigentlich schon Hoffmann mit 3:2. Da wäre Platz auf außen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Yes! Hada, Alario. Doch noch mit Glück, dass er den nochmal kriegt und dann 5:1. Bitter für die Mainzer. Ich glaube, da war sogar Mainzer dran, der den noch irgendwie durchliest. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. So, damit hat er das auch gemacht. 3 Tore heute gemacht, gut gespielt. So, jetzt bringe ich mal den 17-jährigen ganz junges Talent Danke rein. An die Regie dafür. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 5:1. Eine deutliche, eine klare Sprache. Wer ist der kommende Gegner? Der nächste Gegner von Schalke heißt Werder Bremen. Nach der starken Leistung heute dürften sie sehr selbstbewusst in dieses Duell gehen. Ja, das ist aber wieder nur eine komplett neue Partie. Wir haben es in Hamburg gesehen. Was, ja, wer Gegner wer hat sich. Ciao, Paulinho. Krüger. Ah, gut gelöst da hinten vom Verteidiger der Mainzer. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Also ein Tor da. Auf jeden Fall gut war. Florian Krüger vielleicht doch noch irgendwas. Die Chance jetzt.
De Rosso, dann ist Feierabend wahrscheinlich in Mainz. Jetzt gegen Mainz 5-1, der Heimsieg. Ähnlich wie gegen den Hertha da. 4-7, auch 6 Tore zur Halbzeit. Und am Ende gab es noch dieses eine Tor für Hertha zum 5-3. Da 5-2 statt Halbzeit, genau. 5-3 nach dem Endstand. Hier statt 4-1 zur Halbzeit und am Ende ist der Endstand 5-1. Aber zumindest wieder noch einen Schritt nach vorne gemacht. Hat er die Bayern, den Druck auf die Bayern hochgelassen. Umgelassen. Wer da ist, wie gesagt, der nächste Gegner. So, Interviews brauche ich gerade nicht, möchte ich auch gerade einfach nicht. Wo Köln 3-3 gespielt. Ja, Werder wird definitiv ein schwieriges Spiel werden. Und es sind noch 6 jetzt an der Zahl. Ja, wir haben noch das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns wieder in der morgigen Folge und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Bremen.